Am Wort ist der Abgeordnete Peter Weidinger. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen, werte Kollegen, unsere Demokratie ist stärker als die Pandemie. Und das beweisen wir mit unserer Arbeit im Petitionsausschuss. Eine Kärntner Bürgerinitiative ist an mich herangetreten und ich unterstütze sie mit Überzeugung. Es geht hier um einen besseren Lärmschutz auf der Bestandsstrecke zwischen Villach und Klagenfurt. Warum ist das wichtig, meine Damen und Herren? In wenigen Jahren wird die Kornbahn fertiggestellt. Es wächst das zusammen, was zusammengehört. 70 Minuten von Graz nach Villach, 45 Minuten von Klagenfurt in die Steiermark. Das ist wichtig für die Wirtschaft, das ist wichtig für die Arbeitsplätze und das ist wichtig für den Klimaschutz. Aber meine Damen und Herren, wir investieren auch jedes Jahr hunderte Millionen in die Infrastruktur, in den Standort. Aber wir dürfen dabei nicht die Herzen der Menschen verlieren. Es geht darum, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, den Lärmschutz auszubauen. Und ich darf hier vermelden, dass wir erste Erfolge aufgrund der Initiative schon geschafft haben. Eine Lärmmessstelle in Velden wurde eingerichtet, um mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. Wir haben zweitens eine bessere finanzielle Unterstützung durch das Land Kärnten erwirkt für die Gemeinden, die auf den Lärmschutz setzen. Doch das, was der Herrgott getrennt hat mit dem Wörthersee und der Mensch wieder mit der Eisenbahn zusammengeführt hat, da dürfen wir nicht auf der halben Strecke stehen bleiben. Da heißt es dranbleiben, mehr zu tun für den Lärmschutz. Das ist dann nicht nur ein Erfolg für eine Partei, das ist der Erfolg für die Bevölkerung und damit ein Erfolg für unsere Demokratie.